So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit RimWorld. So, letztes Mal haben wir hier den Elektrolyzer hinbekommen und Schleimi ist in die Freiheit entwischt und ich bin gespannt, was uns da mit dem noch erwartet. Hier wird jetzt endlich mal wieder sauber gemacht und wir können auch wieder das Genlabor benutzen. Und wir haben hier diese wunderschöne Grand Statue of Colonist hingestellt. Ist sie nicht toll? Ist die nicht toll? Die hat, ich meine, die hat 480 Attraktivität mit dem Titel Kotze des Alleinseins, aber ich meine, in so einem Stall, da muss man es halt auch mal schön haben, ne? Es muss einmal schön sein. So, könntet ihr mal schleunigst diese Sachen bauen? Das wäre nicht schlecht, damit hier nicht irgendwie jetzt gleich irgendwas passiert. Da fängt er schon an, das ist sehr nett, hier zuzubauen. Harris hat einen Schießrausch. Ich dachte schon einen Scheißrausch. Und eine Gruppe ist hier auch nicht schlecht. Okay. Hier werden also Hölzer hingebracht. Subjekt hilft auch mit beim Schleim wegputzen. Und das Witzige ist, man kann genau verfolgen, wo Schleimi gerade ist. Weil der hinterlässt auf jeden Fall hier seine Brotkrumen. Wobei, der ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es ist ja eher ein sie. Ah, guck mal, wir haben jetzt den Advanced Mechanit Storage. Die Healing Rate bei 30% ist dann erhöht. Heilungsrate und Bewusstsein plus 10%. Ja. Dummi. Das kriegst du natürlich gleich mal rein, ne? Das Ding. Wo ist es? Hier. Mechanit Storage installieren. Sehr gut. Ja. Und dann fehlt noch Bioreaktor und der Power Converter und der Hörsensor. Ist hier gerade mein Huhn vom Blitz getroffen worden? Wirklich? Das muss auch erstmal geschafft werden, ne? Dass man so einen Huhn vom Blitz trifft. So, hier ist schon wieder alles fertig gebaut, das finde ich gut. Den Kalksteinblock hier im Schwimmbad hätte ich gerne weg. Und ja, ansonsten sieht es doch hier gut aus. Haben wir denn irgendwelche Tiere gerade, die wir vielleicht wieder mischen können? Irgendwie nicht, aber wir gucken mal hier. Ich will gucken bei Wildtiere, genau. Wir könnten Hase kreuzen oder eine Ratte. Ratten sind doch immer gut zum Kreuzen, oder? Ich würde mal sagen, wir jagen mal die Ratten und entnehmen dann das... Jesus Gott, was ist denn los? Sag mal, war das jetzt dasselbe Huhn? Ah nee, ich dachte, ja, das ist dasselbe. Ich dachte schon, das ist nochmal getroffen worden. Aber nee, ich glaube, es ist nicht nochmal getroffen worden. Es ist einfach ein bisschen verbrannt. Boah. Naja, ich habe auch einen Hinweis bekommen, dass man diesen Mechanitenschwarm, wenn man den einem Kolonisten injiziert, dass dann der wieder von den Toten sozusagen aufersteht. Das würde ich echt feiern, wenn das geht, aber sicher bin ich mir nicht. Man kann es ja mal probieren, wenn wir Todesfälle haben. So, der Junghahn ist jetzt endlich tot. Von einer Explosion erfasst, okay. Und die Trumbros, ja. Können wir machen. Müssen wir aber nicht. Oh, sieh mal, der Jeff kümmert sich drum, dass der hier auch was wieder gebaut wird für den Dummy. Und wer tut denn jetzt den Dummy hier, wieso machst du das nicht? Medicine.
Musst du doch machen, oder? Krause. Ach nee, man braucht, muss ja Jeff machen. Das muss ja Jeff machen. Ja, nee, komm. Dann soll der erst noch ein bisschen hier den Part machen, weil dann hätten wir, haben wir nämlich gleich noch das nächste Stückchen, was wir bei Dummy reinmachen können. Ne? Ne, fast alles ausgetauscht. Eigentlich hätten wir den dann gleich größer machen können. So, und das wäre doch eigentlich auch spannend, wenn wir die hier reinlocken könnten. John, komm mal her. Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Wenn wir auf einen schießen, den dann da reinlocken. Wir gehen jetzt alle hier rein. Ich will einfach nur wissen, was die für eine genetische, genetisches Ding haben. Ne? Geh zu, du Tür. Jawohl, sie ist zugegangen. Gott sei Dank. Und ihr bitte, ihr Tiere. Wieso kriegen die hier so eine Nano-Kit als medizinische Versorgung? Das verstehe ich nicht ganz. Okay. Bitte hierhin. Komm, lauf doch mal hier durch. Machen Sie lieber die Tür kaputt. Das ist natürlich auch total doof. Ah, jetzt, danke. So wollte ich das. Also, das ist so ein Alpha-Trumbo. Mal sehen, wie viel halten die denn aus? Ja, der kriegt hier gut was ab, aber es stört ihn nicht wirklich. Und was macht Lumpi? Nee, du gehst jetzt keine Ratte jagen, Lumpi. Warte es jetzt auch mal hier. Warte mal hier mit John. Eins ist tot. Aber das Alpha-Viech. Guck mal, dem geht es sogar richtig gut. Und das macht das hier. Das geht etwas spazieren, okay. Irgendwie macht das dem gar nichts. Guck mal, hier ist schon, das ist schon so gut wie down. Das hat schon so viele Verletzungen. Ah, endlich. Junge. So, genau. Dann würde mich aber mal interessieren, was man jetzt hier draus extrahieren kann. Ne? Da brauchen wir ja den Extinction. Ist das jetzt ein Bird oder ist das, was ist das denn jetzt, ne? Ist ja eigentlich, ich weiß es nicht. Aber mach doch einfach mal. Ah genau, er holt es dann ja auch. Ja, perfekt. Er holt ja dann auch schon das Alpha-Tier. Mal gucken, was er da rausholt. So, ich sehe schon, wir holen hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Holz. Holz. Das eine darf hier, das darf hier überleben. Das ist gar kein Problem. Das ist in Ordnung, ja. Einer darf. So, hier ist doch auch noch Holz. So, und mal gucken, was der Lumpi jetzt da rausholt. Ich meine, das ist total schade drum, weil der verarbeitet es ja komplett, ne? Und kriegt da raus. Nicht spezialisiertes genetisches Material. Das hat sich ja total gelohnt. Ne? Das hat sich ja total gelohnt. Also dann kannst du es auch einfach so schlachten. Da kriegen wir wenigstens dieses Horn. Nee, mach mal nicht. Mach mal nicht. Oh, hier. Rustica hat einen Fehler gemacht. Na toll. Mal wieder der Brustkorb gebrochen. Kann das mal jemand reparieren? Rustica, kannst du den mal eben... Ah ne, Krause macht schon. Ich will nicht, dass der kaputt geht. Aber hier, Krause macht schon. Okay. Schade. Ah, der Bioreaktor ist aber auch da jetzt. Okay, dann nehmen wir doch den Bioreaktor als Operation noch. Bioreaktor, ne?
Da steht auch immer die Chance zu sterben. Ist natürlich spannend. So, Bioreaktor. Hungerzunahme. Okay, also wenn der isst, dann braucht er da nicht so lange. Naja, gut. Ah, aber das andere Teil wäre echt noch cool gewesen. Wir müssen das nochmal bauen. Das war der, hier, der Mechaniten-Storage. Und fertig ist jetzt aber auch der Hörsensor, ne? Ne, das ist der Power-Converter. Der muss auch rein. Ja, na klar. Na klar, Power-Converter. Voltage-Adapter. Was macht der nochmal? Auch irgend sowas. Auch irgendwas ganz Tolles. Mit Hungerzunahme. Vielleicht ist es da eher beim Laden. Ich weiß es nicht. So, Rustika probiert es schon gleich mal hier. Er betet. Dummi betet. Das Upgrade-Kit ist da schon. Und jetzt versucht sie, den Advanced Bioreaktor in Dummy zu einzubauen. Mit der Schleifmaschine und allem. Mit der Flex und so. Ja, hat wohl funktioniert. Okay. Stoffwechsel 150%. Ja, nur weiter so, ne? Nur weiter so. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Was haben wir denn hier für hungernde Tiere? Warum hungert ihr denn? Achso, ich kann das ja wieder. Genau, das war deswegen, ne? Entschuldigung, hier. Ihr könnt hier wieder, kriegt da wieder Tierfressbereich. Dann könnt ihr hier wieder Trockenfutter. Wird Zeit, dass mal wieder irgendwelche Menschen angreifen. Wir haben überhaupt kein Menschenfleisch mehr für Trockenfutter. Ist natürlich schlecht. Haben wir die Ratten noch nicht tot, alle? Sag einmal. Also du kannst auf jeden Fall mal das Ding... Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann das jetzt schlachten und krieg dann dieses Horn. Eigentlich geht das ja auch. Aber ich hab hier ja die Kreatur geschlachtet, ist ja gestoppt. Hier geht es ja nur um menschliche Leichen. Deswegen würde ich mal sagen, wir tun das hier mal eben aufmachen. Damit er... Ja, macht er das dann selber? Ich möchte eigentlich, dass du das hier schlachtest. Das wäre mir am liebsten... Das heißt, die Ratte nicht. Dann müsstet er eigentlich theoretisch, wenn es die Ratte nicht ist, das hier schlachten. Ja, genau. So soll es sein. Und dann stellen wir danach, wenn er das gemacht hat, wieder die Ratte ein und machen wieder auf Stopp und alles ist gut. Nicht wahr? So ist es. Ich will ja dieses Horn. Das hat ja magische Kräfte. Soll ja magische Kräfte haben, wie alle Hörner. Wenn man die pulverisiert und sich dann bei Vollmond unter die Achseln reibt, dann wird man zum Superhelden. Hier. Ne? So, und jetzt kann man hier wieder Kreatur schlachten. Stellen wieder die Ratte dazu und sagen trotzdem, stopp mal hier. Ne? Ich will ja nicht die Ratte, sondern der Lumpi, der soll ja... Ach, der soll sich jetzt erstmal ein bisschen erholen. Ne? Ja. Was macht er denn jetzt? Geht aufs Klo. Ja, das ist okay. Ist genehmigt. So, Rustika baut hier auch nochmal Teile. Das ist doch... Was machst du denn hier? So, jetzt haben wir hier den Mechaniten-Storage. Nehme ich dann denn eigentlich, wenn ich das habe, muss das andere Ding dann raus? Ist nochmal bei 30.
Compared to its pre-cruiser, this mechanism of repair allows for quicker operation and recovery from memetic hazards. Aha, wie Virus, aha. Wenn ich das jetzt machen möchte, geht das? Advanced Bioreaktor. Hat er doch schon. Das hat er doch schon. Ist das das? Ist wahrscheinlich der hier der Bioreaktor dann, oder wie? Das kann ich ja nur in T3 machen. Ja. Okay, dann müssen wir hier einfach noch warten auf den Hörsensor. Smelling Sensor. Gut, ich meine, dann hört er halt besser. Bin mir nicht sicher, ob er besser riechen muss. Keine Ahnung. Da. Wir haben so viele Hennen und ich weiß, wenn wir die jetzt ausbilden könnten zu so einer Armee, das wäre witzig. Die Hennenarmee. Oh, was baut er? Was baut er? Was baut er? Jeff? Eine Recon-Rüstung, das freut mich aber. Gut. Können wir brauchen. Die haben ja einige noch keine von dieser Rüstung. Was macht denn eigentlich Schleimi? Ah, hier. Ja, Schleimi geht's eigentlich voll gut, ne? Er ernährt sich hier von irgendwelchen Gräsern. Ist hier voll dabei, gemütlich. Und jetzt haben wir hier die Ratten. So, und deswegen, wenn der Lumpi wieder fit ist, dann soll der mal die Ratten hier wieder extrahieren. Das Genom der Ratte. Da. Wir haben so viele Hühner. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Essen. Theoretisch können wir ja das Essen echt auch einfach verbrauchen. Also das heißt, wir machen halt hier. Wir haben hier trotzdem so viel, ne? Es ist verrückt. Wenn wir einfach mal... nee, so viel nicht. Moment. 1050... Und mal 500 von den leckeren. Oh, was ist los? Hat hier einer einen schweren Zusammenbruch. Und 120 davon. Wobei, komm, da können wir auch hier. Machen wir auch 500. Überlebensration. 500. So. Psychitee machen wir immer. So, damit hier mal ein bisschen, wegkommt von dem Essen, von der Rohnahrung. Ne? Lumpi, bist du gut drauf? Jagst immer noch eine Ratte. Wie viele Ratten haben wir denn noch? Tja, der Dummi ist vollständig geheilt. Dummi, was machst du denn jetzt? Dummi schneidet Brocken. Ist gut. Mal machen. Und du machst Silizium auch schön. Auch schön. Die sind alle hier schön am Arbeiten. Gefällt mir. Hier in der Werkstatt. Das ist wichtig, dass da viel los ist. Ja, das bringt am meisten. Die Rüstung ist schon fertig, aber die will gerade keiner haben. Na ja, gut. Auch in Ordnung. Ich brauch sie auch nicht. Und diese Klimaanpassung, die stört mich echt überhaupt gar nicht. Ne? Das ist eigentlich gut, wenn es die ganze Zeit so schön warm ist. Also, läuft doch.
Lumpi, bist du denn fertig hier? Komm, dann tun wir hier noch ein bisschen Rattengene extrahieren. Ne? Das ist gut, wenn wir dann hier auch ein bisschen mehr Platz haben, weil die. Ach, guck mal hier, der tut netterweise für mich kochen. Das ist ja nett. Wenn hier die Rohmaterialien weg sind und wir mehr Platz haben, dann können wir nämlich auch wieder neue Viecher anschaffen und damit dann hier lustige Genexperimente machen. So, und wie viel brauchen wir da immer? Fünf. Okay. Das heißt, wir müssen noch ein paar Ratten extrahieren, ein paar Rattengene. Ne, mach ich ja gerne. Ein paar Rattengene extrahieren, das ist ja nach dem YouTube hier Kram, den ich hier mache, nach Zocken und so ist das ja mein nächstes Hobby. Rattengene extrahieren. Und dann kann man die, wenn man fünf hat, das machst du jetzt noch mit einer, dann tun wir da ein anderes Genmaterial draus herstellen. Und es gibt eine psychische Beruhigung. Das ist doch schön. Ja, ich weiß nicht, warum ihr so wenig Nahrung habt. Weil wir halt kein Menschenfleisch haben. Normalerweise machen wir halt mit Menschenfleisch das Tierfutter. Mach mal halt gerade dich. So. Jetzt kannst du dir mal kurz Pause machen, ihr Lumpi. Ne? Gehst du erstmal was essen, schlafen und so weiter. Das muss auch mal sein. Ein bisschen ausruhen ist schon okay. Aber wir haben hier im Stall keinen Platz mehr. Was? Die Beziehung zur Fraktion des Weißen Land ist sehr eng geworden. Sie sehen dich jetzt als ihren Verbündeten an. Verbündete kommen dir ab und zu Hilfe, wenn du angegriffen wirst. Ach was, du kannst sie auch jederzeit um Hilfe bitten. Das kostet dich alles etwas Ruf. Ihr wurdet verbündet, da dann Ruf. Verbundete. Ihr wurdet Verbündete. Verbundene. Da dein Ruf plus 25 über plus 25. Plus 75 über plus 75 gestiegen ist. Ja. Schön. Verbündet. Verbündet mit dem Weißen Land. Tolle Sache. So, die KI ist jetzt gleich fertig hier. Die mobile KI. Ist auch interessant. Gäste, große Ladestation. Aha. Gästeladestation. Nanitenfabrik. Ja, wir müssen mal gucken. Oh nein, das Psychoid ist verrottet, weil es keiner geerntet hat. Ach ja, hier, die verrecken, weil sie halt nichts zu essen haben. Jetzt hier mit Reis gefüttert. Das Küken. Wir könnten hier auch echt mal ein paar Tiere killen. Aber ich würde sie eigentlich lieber verkaufen. Weil Nahrung ist echt nicht das Problem, ne? Wir könnten sie höchstens vergenetisieren. Das heißt, irgendwas Lustiges draus machen. Ne, sowas hier. Sieht schon abgefahren aus, was auch immer das sein soll. Tja, es lebt jetzt halt. Es ist aber leider kein Männchen oder kein Weibchen, kann sich also nicht weiter vermehren. Oh nein, das Tier braucht Rettung. Extrem unterernährt. Krause kommt herbeigestürmt. Ja. Ja, die Tiere. Na, ich könnte einfach ein bisschen Reis streuen. Das könnte ich ja schon machen. Komm, wir gucken mal eben kurz. Tierfutter. Trockenfutter. Aus Reis. Reis kannst du ja nehmen. Aber wir brauchen noch Fleisch dazu, oder? Das war immer das Problem. Faultierfleisch haben wir gerade ganz viel. Ja, aber sonst auch nichts. Das ist alles Faultierfleisch. Insektenfleisch, Hühnerfleisch. Der braucht halt ein Nahrung und ein Nahrung. Kann der da nicht zum Beispiel Beeren nehmen? Wieso geht das nicht? Oder, ne, wieso kann der jetzt da nicht sowas herstellen? Ich weiß es nicht. Man muss da, ich will das Fleisch jetzt nicht verwenden dafür. Ehrlich gesagt, da bin ich zu geizig. Da bin ich irgendwie zu geizig für. So, du machst jetzt noch mal eine kühle Rüstung. Nochmal eine coole Rüstung.
Was? Verschmutzter Kochbereich? Wo denn? Was? Wie? Rustikal. Ist einfach mal umgefallen. Lebensmittelvergiftung. Wupsi. Ist doch nicht verschmutzt. Ist ein bisschen hier, oder was? Die putzen doch alle hier wie die Bekloppten. Kommt doch gar nicht hinterher hinterm Putzen. So, die mobile KI ist fertig. Cool. Jetzt ist halt die Frage, wie kann ich die bauen? Die Manager-KI kann ich ja schon. Meta Fabricator. Das war das nächste, genau, was ich bauen wollte. Das war's doch. Da brauchen wir Magnetic Coil 12 Stück. Moment, das muss ich jetzt mal kurz hier einstellen, dass sie das irgendwann vielleicht mal in ferner Zukunft bauen. Hiervon bitte 12. Es geht ja nur noch 8 Millionen Jahre, bis sie da 12 haben von. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass es nicht das war, was ich wollte, sondern diese KI. Das ist die Frage, wo kriege ich die denn? Androiden sind es nicht. Bei IKEA gibt es sie auch nicht. Genetik haben wir, glaube ich, alles da, was wir brauchen. Diverse Sachen. Nö. Bei Böden glaube ich auch nicht. Da Raumtemperatur, Rheumatomics und Hygiene. Nee, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich eine KI bauen soll. Vielleicht, was zur Hölle ist passiert? Ein großes Teil eines uralten Schiffs ist in der Nähe abgestürzt. Es hat einen verheerenden Einfluss auf die Umgebung und wird alle Pflanzen in einem sich ausdehnenden Kreis um sich herum vernichten. Zerstöre es so schnell wie möglich, aber Vorsicht, es wird sich wahrscheinlich selbst verteidigen. Ja, moin. Nee, ist klar. Wie viel denn noch? Brennen die Schnitte eigentlich oder nicht? Die sind noch ruhend. Ja, können wir da hinschießen? Ja, ich glaube schon, oder? Da schießen wir ein bisschen hin. Locken die mal an. Dann sagen wir aber erstmal den Tierchen. Ihr geht mal bitte hier in die Safe Zone. Lumpi, da gehst du mal. Komm, bemannt ihr mal den. Bemannt ihr mal, genau. Genau, mit den HE-Granaten. Ach, du nimmst die EMP, ist auch recht. Schieß doch mal dahin. Triffst ja eh nicht. Feuer einstellen aktiviert. Ja, das machen wir natürlich nicht. Aha. Guter Schuss. Nochmal ganz toller Schuss. Tada. Na? Sie treffen halt einfach nichts. Ah, jetzt. Okay. Ein bisschen was. Was machen sie? Nüscht. Einer ist gestunt. Die machen irgendwie gar nichts, ne? Dann können wir da auch... Brauchen wir da keinen EMP? Dann können wir da auch, was anderes nehmen. Ach, jetzt hat das wieder entladen. Ist doch Quatsch. Dann nehmen wir hier nicht das, nehmen wir da auch das. Ja, wir haben nicht viele. Ihr müsstet halt mal treffen. Das war, glaube ich, ein guter Treffer. Oh ja, der auch. Aber, keine verfügbaren Geschosse mehr. Ja, Jeff, es tut mir leid. Und auch hier keine verfügbaren Geschosse mehr. Okay, es ist ein bisschen kaputt, aber das interessiert die gar nicht, ne? Das interessiert die gar nicht. Also wir könnten jetzt mit EMP-Granaten schießen, aber das ist eigentlich Quatsch. Und wir müssen die schon angreifen, sonst wird's fies. Irgendwann. Und die ganzen Schnitter hier,
Ah, Lumpi kann jetzt auch Flugdrohnenangriff anfordern. Oder wir holen hier Sturmsoldaten hin. Nein. Flugdrohnenangriff? Nein, wir sind eigentlich ganz gut ausgerastet, sag ich schon. Ausgerüstet. Ich würde da jetzt einfach runtergehen und die angreifen. Volle Kanne auf die 12. Und das machen wir morgen. Ne? Morgen wird hier angegriffen. Mit allen wird hier zurückgeschossen. Ja. Aber bis dahin, ne, Leute, macht's mal gut. Bis dann.